Kann ich damit Tunnel bauen? Nein. Mit diesen Straßen kann ich tatsächlich keinen Tunnel bauen. Dann gehen wir mal vorsichtig hier runter. Und das ist schon ziemlich krass, die letzte Senkung. Gucken wir mal, ob wir es vielleicht andersherum ein bisschen besser machen können. Gefälle zu steil. Alles klar, das funktioniert ja schon mal super. So. Jo. Nö. Ne, ja, hier ist wieder eine kleine Kante. Aber jetzt komme ich da so nicht hoch. Nein! Scheiße! Vor allem ist jetzt auch die Frage, wohin dann mit den Schienen? Oh Gott. Fahren wir so? Mal gucken, ob das klappt. Höhe zu hoch. Gefälle zu steil. Höhe zu hoch. Alles klar. Muss ich halt mal hier wieder ein bisschen mein Tool auspacken. Das. Und dann hier ein bisschen anglätten, damit wir irgendwie eine Straße hinbekommen. Ja, so. Bisschen anglätten. Das könnte reichen. Ich weiß es nicht. So, runter. Das sollte jetzt aber eigentlich gehen. Jo. Passt. Sehr schön. Und jetzt ist es eine ganz, ganz kleine Straße, die dann hier einfach reingeht. Die sollten das übrigens auch nutzen dürfen. So ist es ja nicht. Machen wir am besten einfach so. Genau. Das geht hoch bereits. Das ist nicht so geil. Also geht's halt dann sofort runter. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal unter Tunnel schön dadurch. Wunderbar. Das Einzige, was ich ganz gerne machen würde, wäre... Dürfen die da echt links abbiegen? Dürfen die da echt links abbiegen? Ich weiß es nicht. Egal. Machen wir es einfach. So, Two-Lane. Gefälle zu steil, dachte ich mir. Einmal durch den Tunnel. Wow, what the fuck? Alles klar. Da wurde Berg abgetragen. Hier wurde viel Berg abgetragen. Dann einmal wenden. Und einmal tatsächlich, ja, so ist es, auf dieses Gleis hier. Denn, das wird schon reichen, dass hier andere dann rausfahren und so hin und so und da wegfahren und rein und hast du nicht gesehen. Jagen wir die sofort auf das und dann schauen wir weiter. Das ist aber nur ein Kurztransport, der endet hier auf jeden Fall. Die Frage ist, gefällt mir das? Ich versuch's nochmal ein bisschen besser zu machen. Okay, nee, das funktioniert so nicht ordentlich. Dann kommen wir halt hier über Brücke raus. Toll. Jetzt hätte es eigentlich ganz gut gepasst, nur... Oh, jetzt muss ich irgendwie das versuchen... Was? Was war das gerade? Gefälle? Zu steil oder so? Okay, jetzt passt. Einmal wenden, hier auf die Schiene und fertig. Sehr schön. Das sieht jetzt natürlich sehr, sehr interessant mit diesem Hügel hier aus. Also das... Es war nicht ganz so gewollt, aber hey, jetzt ist es so. Okay. Bereite ich am besten auch gleich schon mal die zweite Schiene vor, wenn wir schon so weit sind. So.
Frage ist nur, wie. Ja. Okay. Also, ich würde ganz gern die Leute schon da hinten hinbringen. Also, das ist ja schon klar, nur... Die echte Frage ist, wie? Also, wir werden auf jeden Fall ein paar Busse dahin fahren lassen, das ist klar. Wir können auch mal schauen, Moment. Wir haben hier Fortrack. Ah ja, das ist die moderne Central Station, die hier in mehreren Parts. Ah ja, und hier hätten wir diesen Elevated. Ah ja, das ist eigentlich ganz gut. Also den Elevated, den könnten wir da gerne nochmal mit anbringen. Dann können wir da so unseren Personenzug da durchschlängeln. Und gleichzeitig ist hier aber auch Endstation. Dass wir hier dann nur so eine kleine Ringbahn machen für das Industriegebiet. Das, damit kann ich sehr gut leben. Das würde ich sehr bevorzugen. So machen wir das auch. Wir machen Folgendes. Und zwar bauen wir hier, ja. Bauen wir da Autos? Nee, ich würde ganz gerne da auch Taxis hinbauen. Und so. Machen wir schön einmal das. Na, machen wir am besten so. Das müsste soweit gehen. Jetzt können wir da den Bahnhof hinsetzen. Die schönsten Altbauten von Bahnhöfen für die Industriegebiete. Es ist eigentlich schon nicht so geil, aber hey, I don't care. Gucken wir mal, was hier so alles ist. Hier ist schön Bus, Bus, Bus. Ah, ja, genau. Guck mal, Non-Stop Terminal. Können wir gleich eigentlich gegenüber bauen. So ein kleines Bus-Terminal. Denn da wird auf jeden Fall einiges zusammenkommen. Und dann bauen wir hier noch ein Taxistand. Beziehungsweise einige Taxistände. Können wir an diese kleinen Einbahnstraßen eigentlich auch Taxistände dran bauen? Alter, das geht. Ich werd wahnsinnig, das ist genial. Ihr wisst gerade ganz genau, was ich vorhab, ne? Ah, das ist geil. Alter, das ist genial. So. Jetzt mache ich nur... Moment, gehen wir hier kurz geradeaus, machen dann eine schöne Kurve hier rein und jetzt haben wir den Salat. Moment, 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 Moment. Hier, da, so, bitte noch ein bisschen geradeaus. Und das dann einmal bitte umdrehen. Danke! Jetzt kann ich hier die kleine Einbahnstraße wieder nehmen. Und hier dann gerade reingehen. Das umdrehen. Das umdrehen. Das umdrehen. Und das umdrehen. Sehr schön. Ja, wunderbar. Genauso wollte ich das haben. Viele Taxistände. Das sieht richtig gut aus. Also und hier diesen schönen Bus-Ding da. Dieses Bus-Dingens-Bummens da. Hat man schon mal von gehört, so ein Busbahnhof. Ja, wie binden wir das Ganze nur an und wie fahren wir hier wieder raus? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Fahren wir am besten wieder in beide Richtungen raus, oder? Also zum einen würde ich ganz gerne hier ein kleines Stückchen noch weiter geradeaus gehen. Und dann hier gleich mit der Autobahnauffahrt beginnen.
So, und dann hier wieder rein. Dann geht's hier gleich zweispurig raus. Einmal so. Die kommen nur von dieser hier einfach rein. Fertig. Die müssen dann hier einfach schnell umdrehen und dann passt es. Die kommen aber gleichzeitig hier wieder raus. Die Frage ist jetzt bloß, wie ich da drauf fahre, wenn ich hier rüberkommen will. Fahre ich am besten so hinter. Mach hier eine Brücke. Oh Gott, jetzt wird's chaotisch. Und fahr dann hier runter. Eine richtig steile Abfahrt, aber dafür sehr kompakt. Ja, genial. Ich bin einfach ein Genie. Vielen Dank. So, okay. Was machen wir noch? Dieses Industriegebiet ist ja soweit schon mal so gut wie fertig. Wir haben die Autobahn ja hier, die wir ja dann noch... Ist das dreispurig? Das ist dreispurig. Moment. Dreispurig, ja. Die müssen wir noch irgendwie mit hier anbinden. Wir brauchen hier irgendeine Möglichkeit, dahin zu kommen. Wir brauchen aber auch ein... Ja, was brauchen wir? Richtig, ein Atomkraftwerk. Bitte was? Ja, ich will ein Atomkraftwerk haben. Komplett out of context. Wir werden wieder zurück zur Nuklearforschung gehen. Und dafür... Oh, guck mal, hier ist viel Wind. Und wo viel Wind ist, dort tut es den radioaktiven Müll auch ganz schnell wegblasen. Oder irgendwie so. Okay, wenn wir dieses Nuklearkraftwerk haben wollen, dann brauchen wir eine Straße dafür. Diese Straße wird einfach eine ganz normale mit sowas. Ich würde ganz gerne hier auch das hier ransetzen. So. 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 Und fertig. Sehr schön. Einfach aus Aspekten der Sicherheit. Oder so. Nuklearkraftwerk. Eins. Zwei. Warum, wieso, weshalb? Einfach, weil es geht. Würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt braucht... Das Ganze braucht natürlich eigentlich auch noch unglaublich viel Wasser. Entsprechend bauen wir hier auch zwei von diesen traumhaften Wasserpumpen. So und so. Okay. Ich hoffe, das reicht soweit mal. Müssen wir mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob das Abwasser produziert. Wahrscheinlich schon, ne? Das heißt, wir sollten hier hinten noch irgendwo noch eine schöne weitere Kloakenverarbeitung machen. Die Frage ist, wo? Hier ist ein Bahnhof. Hier hätte ich es ganz gerne nicht. Hier hinten, so in der Kuhle drin? Hier hinten, so in der Kuhle, klingt eigentlich ganz gut. Joa, das klingt doch mal nach einem... Na, das klingt doch mal nach einer Idee. Hier unten drin, dort, wo es keiner sieht. Und was man nicht sieht, ist nicht da. Ne? Augen verschließen. Dafür brauchen wir dann das. Gefälle zu steil. Ja, wunderbar. So. Na toll. Okay. Was? Es ist tatsächlich nicht da. Dann müssen wir halt leider so machen. Können wir nicht zwei nebeneinander machen. Müssen wir halt direkt so am Berg vorbeigehen. Dafür denke ich mal, können wir gleich hier anfangen. An der Brücke. Genau. Wunderbar. Das nächste. Das nächste.
Sehr schön.